Meine Damen und Herren, was wir bisher in unseren Vorlesungen noch nie berücksichtigt haben, ist die Viskosität oder die sogenannte innere Reibung einer Flüssigkeit. Wir haben also in all dem, was wir bisher über Strömungsmechanik, reibungsfreie Hydraulik gelernt haben, noch nicht unterscheiden können, ob eigentlich unsere Flüssigkeit, wenn sie denn zum Beispiel die gleiche Dichte hätte, es sich um Honig oder um Wasser handelt oder gar um Zuckerrübensirup, Grafschafter Goldsaft oder was auch immer, die kleine Schleichwerbung muss immer rein, oder was auch immer handelt, Öl, die einzige Materialkonstante oder beziehungsweise Materialeigenschaft, die wir bisher nur hatten, war die Dichte. Der Druck selbst hängt von den äußeren Gegebenheiten ab, von der Masse oder von der Gewicht, die auf einer gewissen Flüssigkeit ruht. Aber die Dichte war bisher das Einzige, was unsere Flüssigkeit tatsächlich zum Beispiel als Wasser charakterisiert hatte. Aber Viskosität haben wir bisher nicht behandelt. Als erstes beschrieben hat die Viskosität Isaac Newton in seinen Principia. Und ich habe hier auch mal nachgeguckt, was denn im Original steht, 1687. Ich möchte das nur kurz hier anschneiden zu sehen. Der Widerstand, der daraus entsteht, aus dem Defekt von Fließfähigkeit, Lubrification, aus mangelnder Fließfähigkeit zwischen den einzelnen Teilen der Flüssigkeit, Partium fluidi, und dann kommt Ceteris paribus, ist, wenn alles andere gleich ist, Ceteris paribus, wenn alles andere gleich ist, proportional zur Geschwindigkeit, die einzelnen Teile, mit denen sich die einzelnen Teile der Flüssigkeiten voneinander entfernen, Separantur. Das ist also eigentlich wortwörtlich zu sehen, kann man wortwörtlich lesen, wenn man denn ein bisschen irgendeine romanische Sprache beherrscht. Also, mit der sich die Teile voneinander entfernen, das macht den Widerstand aus und das führt dann zu dem berühmten Newtonschen Reibungsgesetz für heutzutage sogenannte Newtonsche Fluide, und das möchte ich Ihnen auf den nächsten Folien einmal präsentieren, so wie es Newton seinerzeit nicht präsentiert hat. Das ist also das, was bei Newton steht. Dann kommt ein schönes Beispiel. Dieses Beispiel könnte ich nochmal in einer eigenständigen Vorlesung erklären. Das ist ein Zylinder, der in einem Fluid rotiert, und er hat sich dann Gedanken darüber gemacht, wie groß ist die Geschwindigkeit am Zylinder? Na klar, die Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders. Aber wie sehr fällt diese Geschwindigkeit nach außen hin ab? Und das hat er dann bewiesen, dass das eine 1 durch x-Funktion ist. Also mit größerem Abstand wird dann die Rotation des Fluides immer kleiner, wenn ich beispielsweise einen Zylinder in Grafschafter Goldsaft rotieren lassen würde. Das also dazu, das ist in Newtons berühmtem Buch. Ja, heutzutage behandeln wir das folgendermaßen. Wir machen ein Gedankenexperiment, das nennt sich eine sogenannte Couette-Strömung. Ich habe hier ein Fluid, Wasser, Honig, was auch immer, und auf dieses Fluid lege ich eine Platte. Lege ich eine Platte und die Platte ziehe ich. Und ich kann jetzt mit einer Feder, wenn wir das jetzt mal richtig mit Schulphysik machen, hier mit einer Feder die Kraft messen, die ich benötige, um diese Platte zu ziehen. Die Platte hat den Querschnitt AZ. AZ deswegen, weil die Normale der Platte in die Z-Richtung weist. Und in X-Richtung ziehe ich die Platte und damit erzeuge ich eine gewisse Geschwindigkeit. Erhöhe ich die Zugkraft, dann wird die Geschwindigkeit größer. Also das heißt, die Zugkraft ist proportional, und das kann man sich mal vorstellen, diese Fx-Kraft ist proportional zur Geschwindigkeit. Umso mehr ich ziehe, umso mehr Kraft brauche ich. Natürlich zur Größe dieser Platte, umso größer die Platte ist, umso größer ich Kraft brauche. Und das, was jetzt Newton eigentlich da Besonderes entdeckt hat oder was eigentlich das Wichtige an der Stelle ist, dass beides ist eigentlich recht selbstverständlich, ist das 1 durch H. Umso flacher mein Fluid ist, also das heißt die Wassertiefe hier oder die Honigtiefe, umso flacher mein Fluid ist, umso mehr Kraft brauche ich, um das zu ziehen. Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen können, dass sich das Geschwindigkeitsprofil, das bedeutet, ich kann jetzt eine Proportionalitätskonstante einführen, und das ist die berühmte dynamische Viskosität oder Viskosität im Allgemeinen, und sagen, dass meine Kraft gleich Proportionalitätskonstante μ ist, mal Fläche meiner Platte, mal Geschwindigkeit, mit der ich ziehe, geteilt durch Flüssigkeitstiefe. So, und ist die Flüssigkeitstiefe, wenn ich viel Flüssigkeit habe, ist das leichter zu ziehen, und wenn ich wenig Flüssigkeit habe, ist das schwerer zu ziehen. Ja,
Wichtig an der Stelle ist allerdings, dass sich hier tatsächlich ein lineares Geschwindigkeitsprofil einstellt. Das stellt sich immer ein, wenn meine Flüssigkeit nur genügend dünn ist. Wenn es sehr groß ist, wenn ich diese Platte über den Pazifischen Ozean ziehen würde, dann würde sich selbstverständlich nicht diese Geschwindigkeit bis hin zu 6.000 oder 4.000 Meter Wassertiefe dann durchpflanzen auf Null, sondern ich muss das in einem entsprechend dünnen Bereich machen. Dann stimmt das. Ja, und das bedeutet nichts anderes, als dass mein H gegen Null geht. Das ist alles nur richtig, wenn H gegen Null ist und dann steht hier sowas wie Delta-Geschwindigkeit geteilt durch Delta-H, könnte man das auch nennen. Das ist also nichts anderes als die Ableitung von U nach Z, die Steigung der Geschwindigkeit in Z-Richtung. Wenn ich jetzt also hier ein Delta-U schreibe, das heißt diese Geschwindigkeit minus diese Geschwindigkeit ist Null, geteilt durch diese Höhe minus diese Höhe, das ist H, dann steht hier also Delta-U durch Delta-Z und das wäre im Limes gegen 0 dU nach dz. Das ist das Newtonsche Viskosewiderstandsgesetz. Und aus diesem einfachen Prinzip können wir dann die Viskosität von Flüssigkeiten bestimmen, indem wir eben hier eine Feder ranbauen und dann eine Platte bekannter Größe über eine Flüssigkeit ziehen und die Kraft und die Geschwindigkeit messen. Das wäre also ein relativ einfaches Experiment. In der Praxis ist das dann nicht so einfach. Das wird dann so mit sogenannten Rotationsviskosimetern gemacht. Dazu kommen wir aber noch. Ja, Werte. Werte für die dynamische Viskosität, die wir bisher behandelt haben. Beispielsweise Wasser hat die Einheit, beziehungsweise dazu komme ich noch gleich. Ja, ich möchte das zuerst machen. Das ist unser Ansatz, den ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und nun hat man festgestellt oder am Anfang gedacht, oder das ist auch für andere Dinge sehr wichtig, dass diese Viskosität proportional zur Dichte ist. Umso dichter mein Fluid ist, umso mehr Widerstand sollte es liefern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Viskosität sich wieder als eine andere Viskosität darstellen könnte, mal Dichte des Fluids. Und deswegen nennt man dieses die sogenannte dynamische Viskosität. Und wenn ich die Dichte herausziehe, dann bleibt da die kinematische Viskosität. Und es gilt der Zusammenhang zwischen dynamischer und kinematischer Viskosität. Die dynamische Viskosität ist Dichte der Flüssigkeit mal kinematische Viskosität. Die Einheiten. Die Einheiten der Viskosität kann man sich einfach aus dieser Gleichung bestimmen. F hat die Einheit Newton. Das ist eine Meter Quadrat, das ist Meter pro Sekunde, hier geteilt durch Meter. Ableiten heißt ja immer, oder ableiten nach einem Ort heißt geteilt durch den Ort bei den Einheiten. Man kommt dann sehr schnell heraus, das muss so etwas wie Kraft pro Fläche mal Sekunde sein und das ist Pascal Sekunde. Die dynamische Viskosität und die kinematische Viskosität, wenn man entsprechend durch die Einheit der Dichte teilt, Kilogramm pro Kubikmeter, dann ist das Meter Quadrat pro Sekunde. Ja, nun doch zu den Beispielen für dynamische und kinematische Viskosität. Ich habe Ihnen hier einmal mal die dynamische Viskosität von verschiedenen Materialien aufgetragen. Wichtig ist, dass Sie die dynamische Viskosität von Wasser kennen. Die dynamische Viskosität von Wasser ist 1,0 und jetzt kommt das Millipascal pro Sekunde, also einmal 10 hoch minus 3 Pascal pro Sekunde. Hier ganz wichtig steht ein M, ein Milli. Das muss also alles, wenn wir das später im MATLAB rechnen, mal 10 hoch minus 3 genommen werden. Und wenn Sie das durch die Dichte von Wasser teilen, 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, dann kommen wir für die kinematische Viskosität einmal 10 hoch minus 6 Meter Quadrat pro Sekunde heraus. Das ist ein Wert, der wird sich bei Ihnen irgendwann im Laufe der Zeit einprägen, weil das brauchen wir öfters. Ja, Quecksilber ist genau das berühmte Beispiel, weswegen schon die alten Strömungsmechaniker mit diesem Material gearbeitet haben und sich damit auch vergiftet haben. Quecksilber ist was Besonderes, ist 13 mal schwerer als Wasser. 13.500, 13.600 ist die Dichte. Allerdings die Viskosität, und wenn Sie selbst irgendwann mal nicht mehr Fieberthermometer zerbrochen haben, dann wissen Sie, Quecksilber ist sehr fließfähig. Das fließt also so leicht. Ja, die Viskosität ist quasi nicht anders als Wasser, nur 50% mehr und nicht etwa 13 mal so viel. Das zeigt schon, dass die Viskosität nicht immer proportional zur Dichte ist. Blut ist auch wichtig, ja, wenn es dünnflüssig ist, wenn es also mit Sauerstoff angereichert ist in den Venen beispielsweise, hat es eine sehr geringe Viskosität. Ansonsten kann es natürlich auch sehr dickflüssig sein. Blut ist dickflüssiger als Wasser, weiß jeder. Und das ist in der Tat so 4 bis 25 Millipascal mal Sekunde im Vergleich zu Wasser. Blut kann also
wissen Sie auch, wenn, vor allen Dingen dann, wenn es gerinnt, wird es immer dickflüssiger. Blut ist also relativ dickflüssig. Dann kommen wir schon mal zu etwas zu Olivenöl. Ist schon, wissen Sie auch, hätte ich persönlich gedacht, ja, kommt auf das Blut an, ist weniger flüssig oder ist flüssiger als Blut, aber Olivenöl hat irgendwas zwischen 90 und 100, also 10, 100 mal größer als Wasser. Bei Honig wissen Sie selbst, das kann man schon mal auf den Kopf stellen und das dauert ein bisschen, bis es ausfließt. Wenn es dann allerdings fließt, dann fließt es ja immer sehr schnell. Wenn der Honig erstmal vom Brot tropft, dann tropft er von allen Ecken. Honig hat schon im Bereich von irgendwas von 10 hoch 4 und Sirup dann im Bereich von 10 hoch 5. Ja, auch Glas, das wissen Sie aus dem Glasbau, ist eigentlich flüssig. Alte Scheiben sind nach unten ausgebeult oder ist leicht flüssig. Es dauert nur sehr, sehr, sehr lange, dass es fließt und das hat dann Viskositäten, die man nur abschätzen kann im Bereich von irgendwelchen 10 hoch 23, das ist also nahezu fest. Ja, die Eigenschaft mit der Dichte kann man beispielsweise sehen, wenn wir uns Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und Dekan ansehen. Pentan sind 5 Kohlenstoffe mit in einer Kette mit Wasserstoff drumherum, Hexan 6, Heptan 7, Oktan 8, Nonan und Dekan. Das heißt, die Dichte dieser Kohlenstoffketten nimmt immer weiter zu. Die Dichte von Pentan ist irgendwas in diesem Bereich und hier ist die Dichte entsprechend größer. Es werden also Ketten, die immer größer werden und oder immer länger werden, Kohlenstoffketten. Und die Viskosität tatsächlich in diesem Beispiel, im Gegensatz zu dem Quecksilberbeispiel, nimmt die Viskosität hier tatsächlich entsprechend der Dichte zu. Ja, das hatten wir dann dementsprechend schon gehabt. Und dann möchte ich eine meiner Lieblingsübungen hier vorstellen, die wir im Anschluss an die Vorlesung machen wollen, beim Verstreichen von Zuckerrübensirup einer Schichtdicke von 1 mm. Auf einem Butterbrot wird das Messer von 7 Quadratzentimeter mit der Geschwindigkeit von 5 cm pro Sekunde gezogen. Welche Kraftaufwendung ist hierfür erforderlich? Das ist eine Übungsaufgabe, die mir natürlich irgendwann beim Frühstück gekommen ist und muss hier einfach mal auch rein. Eine andere wichtigere kann man sich dann mal überlegen, ob man dann den die Kalorien, die man so sich mit Grafschafter Goldsaft zufügt hier, ob man die auch wieder abarbeitet, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Sonst wäre es ja auch ein Nullsummen- oder Negativen-Summenspiel. Ja, der Zylinder. Der Zylinder ist vielleicht eine wichtigere technische Aufgabe. Kolben-Zylindersysteme in Motoren oder sonst was, eine gewisse Hubhöhe und diese Zylinder bewegen sich dann natürlich irgendwie in irgendeiner Form periodisch auf und ab. Und Sie können beispielsweise eben auch bei einem Zylinder berechnen, ich habe jetzt einen Abstand zwischen Zylinder und Kolben von 1 mm, da wird jeder Maschinenbauer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist natürlich wesentlich weniger mal angenommen. Und Sie können jetzt für verschiedene Öle ausrechnen, welche Kraft allein im Motor verbraucht wird aufgrund der Viskosität Ihres Öles. Das ist also relativ Hubhöhe. Haben Sie alle Umdrehungen pro Minute, können Sie auch auf Ihr Auto schauen, was da so rauskommt. Und dann können Sie das entsprechend berechnen. 4 Zylinder. Was auch immer Sie haben. Und dann legen Sie mal los. Das ist also auch eine schöne Aufgabe, die Sie dann auf dem Heimweg am Wochenende nach Hause mal im Kopf durchrechnen können. Das also dazu. Ja,